Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Eigentlich heißt es ja Tomb Raider, ne? Nicht Tomb Raider, aber irgendwie sage ich immer Tomb Raider. Jemand ist hier eingebrochen, mitten in der Nacht. Er hat sich die Taschen mit Münzen gefüllt, Kannen mit Öl und Wein umgestoßen und alle, die hier begraben sind, entweiht. Es zerreißt mir das Herz, dass einer von uns diesen Ort entehren konnte, nur für einen vergänglichen Augenblick irdischen Reichtums. Wir müssen einen Weg finden, diesen Ort zu schützen, selbst vor unseren Brüdern. Okay. Das war ein schwarzes Schaf in der Familie, sag ich mal. Möglich, möglich. So, wir müssen das daran am besten, glaube ich. Nee, daran. Genau, ja, genau. Sehr gut. Hallo, Bödle. Okay. Müssen wir jetzt daran oder... Nee, runter nicht, runter nicht, runter nicht. Nicht runter. Eigentlich will ich da mal hin, bitte. Sehr, sehr gut. Ja, ja, ja. So ist gut. Super. Bleibt das jetzt dran? Ich hoffe ja. Nein, es bleibt nicht dran. Okay, hau rein, Bötchen. Münzen für den Fährmann. Hau rein, Bötchen. Wir mögen fern der Heimat sein, aber das macht uns nicht zu Barbaren. Wenn unsere Lieben sterben, wie viel zu viele in letzter Zeit, erweisen wir ihnen den gebührenden Respekt. Als wir keinen Weinberg hatten, um Wein herzustellen, wuschen wir die Toten mit Seewasser. Als wir keine Webstühle für die Leichentücher hatten, wickelten wir die Verstorbenen in Häute und Felle. Wir besaßen kaum Münzen, doch jetzt schmieden wir eigene, damit unsere Toten die Überfahrt in die nächste Welt bezahlen können. Ich wünschte nur, der Preis wäre nicht so hoch. Aber das ist er leider. Das ist er leider. Griechisch auf Level 6 schon, Alter. Wow. Okay, wo... Haben wir jetzt hier bitte ein neues Boot vielleicht? Nee, ne? Ach doch. Lol. Hä? Unser Boot existiert also, wie es aussieht, ne? Sehr gut. Können wir das wieder ranholen und dann dort rüber, würde ich sagen, oder? Glaub schon. Ich glaube schon. Lägt es ein bisschen? Nee, ne? Nee. Scheint nicht so. Nein! Ich dachte, ich schaffe es. Ich dachte, ich schaffe es, darauf zu springen, aber Lara ist ein bisschen nicht weit genug gesprungen. Schade. Ist das dein Ernst? Oh, wie schnell muss ich denn reagieren? Rauf. Und schießen. Alter. Dreht nicht. Shit. Hä? Ist das dein Ernst? Ach komm. Ist das dein Ernst? Ist nicht dein Ernst, oder? Oh, meine Güte. Wie schnell muss man denn da reagieren? Was ist das denn für ein Shit? Ist doch ein Mist, ey. Und eben hat sich das dann nicht mehr gedreht, das hier hinten. Alter, ist nicht dein Ernst. Das ist Müll. Das ist echt Müll gerade. Ja, los, jetzt aber. Ja, und jetzt? Hä?
Okay, irgendwie check ich's nicht. Irgendwie check ich's nicht. Mach's nochmal neu ran. Nee, das bringt ja auch nichts, oder? Können wir das Boot hier holen? Ja, das können wir holen. Dann hier raufspringen. Ich stand... Ah, was ist... Oh mein Gott. Oh, ist das ein Mist. Ohne Witz. Das ist echt ein Scheiß. Ich stand hier angeblich nicht nah genug dran, alles klar. Und ich stand eben hier an dem Ding nicht nah genug dran. Jetzt aber. Ja, danke. Hä? Nein, 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 nein. Geh rauf da, geh rauf da, geh rauf da. Danke. Nein, 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 nein. Geh rauf da, geh rauf da, geh rauf da, geh rauf da, geh rauf da. Lara, geh da rauf. 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 Geh da rauf jetzt! Du kannst da rauf, das weiß ich! Ist das dein Ernst? Dieses Spiel! Nee. Wow, Leute, das ist... Ich bin... Wow. Ich bin begeistert gerade von diesem Spiel, ohne Witz. Alles war geil bei diesem Spiel bisher. Abgesehen hiervon. Geh zum... Ach lol, als ob mir das eben nicht angezeigt wurde. Also bei dem anderen Boot meine ich jetzt. Bei dem hier wurde es mir eben auch schon angezeigt, ich weiß. Aber irgendwie... Ach man. Okay, dann haben wir es jetzt endlich. Alles klar. Meine Güte, ey, das war eine schwere Geburt. What the fuck? Interessant. Die nee. Haben ihre Toten einbalsamiert? Vielleicht. Wie sind wir jetzt hier schon... Okay. Das war's schon mit dem Grab, Leute. Wie es aussieht. Ja, das war's mit dem Grab. Nice. Okay. Ah, reicht mir aber auch mit dem Grab hier. Ohne Witz. Ohne Witz. Anatomiekenntnisse. Tierherzen, wenn sie überleben. Einen richtig großen Schaden. Gegen Herzschüsse immun. Och komm, dein Ernst. Ja. So. Wow. Ich hab mir was Cooleres vorgestellt. Gefertigt für einen König oder einen Propheten. Er wurde hier hergestellt in Kitesh. Ich meine, ich werde das eh nicht nutzen, weil man die Zeit dafür gar nicht hat, aufs Herz zu zielen, ohne Witz. Doch, also. Nee. Oder? Ich glaube nicht, dass ich die Zeit dafür habe, aufs Herz zu zielen. Weil, weiß ich nicht. Niemals. Waren wir hier schon? Ja, achso, von hier kommt. Hätte ich das von Anfang an aufbrechen können? Oder ging das nur von der anderen Seite? Oh, ich hoffe, das ging nur von der anderen Seite. Ich hoffe es für dich, Spiel. Ich hoffe es für dich. Eindeutig. Also, definitiv jetzt. Nee, echt, nee. Das wäre echt gemein. Echt gemein von dir, Spiel. Warum? Manche Mechanics hier sind echt ein bisschen komisch. Muss ich ja schon sagen. Wie dieses Jumpen von Lara. Das ist unglaublich. Also, nee, geht ja mal gar nicht. So. So, ja, von hier kommen wir, ne? Genau. Alles klar, dann sind wir gleich wieder draußen hier. Und können weiter der Hauptstory folgen. Ich hoffe, ich übersteuere nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich übersteuere ein bisschen.
Ich habe mein Gain schon wieder runtergedreht, eigentlich ein bisschen. Na egal. Passt schon irgendwie. Passt schon. Werde ich dann ja nach der Aufnahmesession sehen. Gut, wo mussten wir hin? Wir mussten dorthin. Alles klar. Das kriege ich hin. Neues Basislager. Oh. Okay. Hallo, Basislager. Aber eigentlich müssen wir dich ja nicht nutzen, ne? Vielleicht nachdem wir uns hier ein bisschen was angeguckt haben. Jetzt kann ich es lesen. Und es deutet irgendwo hin. Okay. Münzverstecke entdeckt, okay. Ja, okay. Was ist das? Stoff? Reuter? Federn? Okay. Hier ist Stoff. Ja, okay. Ein Rucksack. Nice. Nice, 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 nice. Oh, kann ich irgendwas erzählen? Ich weiß nicht. Kann ich irgendwas erzählen? Habe ich irgendwas zu erzählen? Ha. Ah. Ja, heute, also für euch gestern? Ja. Mache ich einen Livestream mit Nietzsche. Battleblock Theater. Ich wünschte, du könntest diese Aussicht sehen, Lara. Die Grabungsstätte sieht am frühen Abend so schön aus. Wenn die letzten Sonnenstrahlen das Werk harter Arbeit beleuchten. Dann werden die Lagerfeuer entzündet und der Geruch von Grillfleisch zieht durch das Camp. Das hieß, es sei Meerschweinchen. Ich lehnte ab. Roth aß zwei. Vielleicht nehme ich dich nächstes Mal mit. Wie lief die Geschichtsarbeit? Das sind meine schönsten Erinnerungen, Dad. Mit dir bei den Grabungsstätten. Besonders, wenn ich ein eigenes kleines Feld zum Graben bekam. Das war schön. Das Gefühl, Teil von etwas Wichtigem zu sein. In der Arbeit hatte ich eine Eins. Ah. Ja. Livestream Battleblock Theater. Was auch gleichzeitig ein Live-Let's Play. Ein neues Live-Let's Play sein wird. Oh Gott! Okay. Weil Portal 2 dauert ja nicht so lange. Das heißt, Portal 2 haben wir bald schon wieder beendet. Nächste Woche Donnerstag, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube schon. Achtung, Spoiler. ja, und dann hatten wir halt gedacht, weil wir beide mega Bock auf dieses Game hatten, dass wir dann Portal, eine Battleblock Theater halt streamen und gleichzeitig aufnehmen werden. So einfach nur so, ja. Weil wir Lust draus hatten. Das ist das reinste Chaos hier. Keine Spur von ihren Leuten. Sophia hat sie vielleicht in die Katakomben unter den Turm gebracht. Aber ich erreiche sie nicht. Okay, dann suche ich dort nach ihr. Wir haben fast alle Verletzten evakuiert. Ich stoße bald zu ihnen. Ja, deswegen Battleblock Theater. Ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr drauf. Hm, haben wir hier hinten vielleicht noch was? Ja. Okay. Okay. Eine Sache jedenfalls. Ja, den Livestream. Sollte ich vielleicht noch ankündigen? Wenn ich ihn jetzt hier in diesem Video erwähne, dann, ich meine, bringt euch das herzlich wenig. Dann könnt ihr den ja nicht mit angucken. Aber ja. Wird auf jeden Fall ziemlich cool, denke ich. Bei Battleblock Theater ist ein ziemlich geiles Spiel und ziemlich witzig wahrscheinlich auch. Und ja, deswegen, die labern eh nur die ganze Zeit scheiße. Wird schon ein witziger Stream, denke ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Frag mich, wie lange Tomb Raider noch geht. Muss man irgendwie angucken, wie viele Leute, wie viele Parts Leute gebraucht haben, die das schon mal Let's Played haben. Dann kann ich ja ungefähr abschätzen, wie lange dieses Projekt noch geht, damit ich mich darauf vorbereiten kann, dass ich ein neues Projekt suche. Ich will halt immer jetzt ein Live-Let's Play am Laufen haben. Und ja, dann halt zwei weitere Let's Plays. Sind wir richtig? Ja, ne? Ja. Toll. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Gut, vielleicht habe ich ein Thumbnail für den Part. Nur Namen noch nicht. Ja. Ich weiß eh nicht, ob ich mir das merken kann.
Aber wir Holz, aber na, wir sind voll mit Pfeilen. Wir brauchen... Oh! Und nett. Komm. Komm von Bogen. Schwere Pistole. Ne, warte, haben wir den... ach nee, Antika-Bogen war das, ne? Stimmt. Den wollte ich ja haben. Erze. Noch mehr Erze. Lagerfeuer, okay. Interesting. Kein verstecktes Grab. Haben wir hier überhaupt irgendwas? Nee, wird auch... Also, wir, gut. Wir haben ja keine Karte aktuell, keine Karte, die uns anzeigt, wo was sein könnte. Oder wo überhaupt etwas sein könnte. Hier ist ein Dokument. Es ist Monate her, dass der Schnee der Berge das Herz von Kitesh begrub. Einige sollten nach Überlebenden und Essen suchen, aber niemand kam zurück. Aus den Gletschern kommen Geräusche, aber ob es noch Überlebende darin gibt, weiß ich nicht. Es könnte auch nur das Eis sein. Aber ich muss zugeben, dass es wie menschliche Stimmen klingt. Vielleicht bewachen die Geister der Prophetenkrieger noch immer die eisigen Straßen. Wir werden keine Leute mehr hineinschicken. Wir müssen akzeptieren, dass der Prophet und die Stadt für uns verloren und wir jetzt allein sind. Oh. Ja, gut, das ist nicht gut, ne? Oh Gott, nein. Da lag wer. Hallo. Dokument. Die Kreaturen dieses Tals waren uns einst unbekannt. Hast du Züge? Sind sie ebenso unsere Brüder und Schwestern wie jeder Blutsverwandte. Ihr könnt viel über die Kreaturen des Tals von den Jägern lernen, aber für sie ist der Tod von Wert. Wir müssen auch die Geschenke unserer Brüder erkennen, wenn sie noch leben. In den Nestern der Vögel findet ihr Federn, die die Pfeilmacher gebrauchen können. Bittet um das, was ihr braucht. Das Tal gibt es euch. Oh, ich hasse Züge, Alter. Da ist gerade ein Zug vorbeigefahren und der hat einfach das ganze Dokument über, war der da. Ich höre den jetzt sogar noch ein bisschen. Heilige Scheiße, ey. Ah. Ich glaube, hier ist ein bisschen alles kaputt. Wo muss ich eigentlich hin? Ich muss da hinten hin, ne? Ja, okay. Das heißt, hier kann ich noch alles erkunden, bevor irgendwie eine neue Zwischensequenz kommt oder so. Weil vorher würde ich mich doch schon ganz gerne noch ans Lager setzen einmal. Da war was? Achso, Holz, ja, okay. Da kommen wir nicht rein, okay. Hier auch nicht, aber hier war eine Grabungsstätte. Nice. Züge, also im Bahnhof, beziehungsweise an den Gleisen leben, wohnen, ist schon echt ätzend. Wenn es halt ein bisschen wärmer ist oder so, weil... Momentan wird es ja wieder ein bisschen wärmer. Muss ich da lang? Ja, okay. Momentan wird es ja wieder ein bisschen wärmer. Das heißt, ich habe mein Fenster halt wieder auf. Auch so allgemein mal zwischendurch zum Lüften oder so. Und wenn man dann aufnimmt... Eine Reliquienkiste. Sie wurde verwendet, um Reliquien der Heiligen aufzubewahren. Zum Beispiel Zähne, Finger oder sogar den ganzen Kopf. Scheint eine Reliquie des Propheten zu sein. Sie ist leer. Und dann hört man halt den Zug extremst. Also ihr jetzt nicht, weil... Ja. So laut ist es dann doch wieder nicht. Aber ich höre den halt und das ist so nervig, weil ich dann so wenig verstehe von dem Spiel irgendwie. Das ist... Ach komm, das ist echt... Ich will antworten. Aber welche Wahl habe ich jetzt? Ich kann Trinity diese Leute nicht auslöschen lassen. Es gibt Grenzen, die ich vor langer Zeit überschritten habe. Und es gibt kein Zurück. Kein Löschen der Vergangenheit. Sie ist immer bei mir. Ich muss ihnen helfen. Es ist klar, dass Jacobs Leute für ihn sterben würden und er für sie. Solche Loyalität ist selten. Und sie hier zu finden am Ende der Welt, ist wirklich erstaunlich. Wenn ich für sie kämpfe, vertraut Jacob mir vielleicht genug, um mir alles zu erzählen. Was ist das für eine Waffe? Ah. Sieht nett aus, muss ich jetzt aber nicht unbedingt nutzen. Da nehme ich dann doch lieber die Pumpgun. Und hier können wir dann anstatt dem... Gewehr können wir jetzt wieder eine normale
Haben wir nicht irgendwas freigeschalten? Haben wir die freigeschalten? Nee, ne? Die haben wir, glaube ich. Nee. Doch. Haben wir die? Warte mal. Okay. Ich glaube, wir nutzen halt eine Maschinenpistole. Sturmgewehr, Maschinenpistole, Sturmgewehr, Maschinenpistole. Ich teste mal eben. Sturmgewehr, was macht... Ja. Okay. Komm schon. Okay. Ja, ich glaube, ich nehme die. Ich glaube, ich nehme die. Upgraden konnten wir sonst nichts mehr weiter, ne? Ne, antiken Bogen haben wir auch noch nicht freigeschalten, glaube ich. Stimmt. Freigeschaltet? Freigeschalten? Ich weiß es nicht genau, was es... Wie das nennt, wie man sich das... Wie sich das nennt. Oh Gott, ey. Deutsch ist am Arsch. Ach genau. Ich wollte noch gucken, ob ich noch ein paar Pfeile herstellen kann. Feuerpfeile. Giftpfeile und Feuerpfeile. So. Sind jetzt voll, alles klar. Hier können wir auch noch nichts upgraden, okay. Gut, dann können wir jetzt weitergehen.